Hallo Tamiko-Freunde, hallo liebe Tamiya-Fans. Ihr seht schon, ganz was Besonderes. Und für mich der Release des Jahres überhaupt. Porsche 956. In der Werkslackierung mit den Rottmannsstreifen steht Racing drauf. Tabakwerbung darf man ja nicht verwenden. Mit das schönste Auto für mich, was Porsche gebaut hat. Mal von den alten Porsche 917 vielleicht abgesehen. Aber damit sind wir groß geworden in den 80ern. Das war das Auto überhaupt. Man kann nur erinnern an 1983, Rekordrunde von Stefan Bellof auf der Nordschleife. Diese Rekordrunde hatte 35 Jahre Bestand. 6 Minuten 11 Sekunden ist mit diesem Auto gefahren worden. 1983 hat das Werksteam mit diesem Auto alle 7 Rennen der gesamten Gruppe C-Saison gewonnen. Also Legende ist fast schon untertrieben, also ein wunderbares Auto und viele kennen den ja schon als 1:12 Auto von Tamiya, gab es in den 80ern auf diesem legendären Racing Master Chassis auch wunderbar, aber das ist nicht einfach eine Wiederauflage, sondern ihr kennt ja alles dieses Gruppe C Chassis, wo es ja auch diesen wunderbaren Mercedes C11 zum Beispiel gab, darum haben wir euch den mal hier hingestellt. Das Auto ist in 1:10, nicht in 1:12. Tamiya hat also eine ganz neue Karosserie gemacht. Mit Spiegeln dabei, auch wunderschönen Einsätzen fürs Licht aus Lexan, für vorne und hinten, so gedoppelt, sehr schön. Schön Flügelhalter aus ABS mit Streben. Wir werden uns das alles noch anschauen jetzt. Und ja, einfach fantastisch. Und diese Autos sind durch den Maßstab schon richtig imposant. Und fahren auch richtig schön. Einfach eine Augenweide. Bevor wir jetzt mal das Unboxing machen hier von unserem schönen Porsche, zeige ich euch mal so ein Gruppe C Auto ein bisschen. Weil den Porsche haben wir ja leider noch nicht fertig. Das ist also der C11. Der kam ja jetzt auch schon wieder raus. Den gab es ja schon 2-3 Mal. Jetzt glaube ich 3 Mal als Wiederauflage. Auch ein super tolles Auto. Der ist ein bisschen später natürlich wie der Porsche. Da gab es ja auch Nachfolgeversionen. Und wir schauen jetzt hier mal ein bisschen drunter. Der ist von meinem Kollegen gebaut. Der ist auch noch ein bisschen gesupert. Wirklich sehr schön. Hat hier Antennen drauf. Licht hat er eingebaut. Ein Scheibenwischer hat er. Spiegel sind an dem auch dran. Hat normalerweise der C11 nicht. Ne? Das ist alles ein bisschen Sonderanfertigung. Sehr schön detailliert gemacht. Und hier haben wir also so ein Gruppe C Chassis. Und es ist wirklich beeindruckend. Ich mag das von der Optik total, dieses Auto. Und es fährt auch richtig schön. Wirklich ganz einfach. Man sieht, in der Mitte hat es so eine Art Plastikwanne, eigentlich klassisch. Hier kommt auch der Akku rein, Aussparung für einen Rundpack-Akku. Fahrtregler, Empfänger, Servo kommt hier rein. Serienmäßig dabei ist auch beim C11 schon ein Sport-Tuned-Motor, ein Tamiya Mabuchi Sport-Tuned-Motor. Der ist auch im Porsche enthalten. Damit gehen die Autos wirklich sehr, sehr ordentlich. Richtig cool. Kugeldifferential, natürlich starr. Öldruckstoßdämpfer. Man sieht hier das Powerpod unten, wie das arbeitet. Also ganz klassisch, wie auch bei den 1:12ern, aber Maßstab 1:10 eben. Massiver Flügel hier, was Mercedes damals verbaut hatte. Also ein richtig cooles Chassis. Das ist wirklich, wurde ja bei vielen Modellen verwendet. Ich sage nur Ferrari F40, Honda NSX, Nissan 300 ZX, auch ein wunderschönes Auto. Jaguar, Silkart Jaguar, ganz toll. Ich glaube in der Castrol-Lackierung war nicht Silkart, auf jeden Fall der Jaguar mit den verdeckten Hinterrädern. Auch ein super tolles Auto. Dann den tollen Wankel-Mazda in dieser Grün-Orange-Lackierung, das wäre auch mega, wenn Tamiya mal den wieder auflegen konnte. Das wäre auch ein super schönes Auto. Gruppe C-Chassis haben wir immer geliebt. Da gab es auch mal ein Daytona Sander, ein amerikanisches Stock-Car, was auch sehr schön war, mit einer Karosserie von Parma aus den 80ern. Also super toll. Aber es geht ja um den hier. Den schauen wir uns jetzt an. Boxart natürlich wunderbar gemalt. Genauso wollen wir das sehen bei so einem Kit. Weiß,
wunderbar gemaltes Boxart. Genau so muss so ein Tamiya Porsche Bausatz aussehen. Auch seitlich. Das ist auch ganz wichtig. Hier so technische Ansicht. Bisschen Text zum Auto. So sieht die ganze Geschichte von innen aus. Relativ unspektakulär. Karosserie mit den ganzen Chassis-Teilen verpackt, schauen wir uns gleich an. Und zwei Boxen mit kleinen Teilen. Wenn wir gleich zusammenbauen. Fallen einem gleich der wunderschöne Deckalbogen ins Auge. Da haben wir die Bauanleitung. Ich nehme hier gleich mal alles raus, dann haben wir ein bisschen mehr Platz und stelle die Schachtel beiseite. Bevor wir mal anfangen, was mir gleich aufgefallen ist, man kann das Auto in drei verschiedenen Ausführungen machen. Es gab drei Fahrerpaarungen. Jackie X-Bell, Mars Beloff und dann noch drei Fahrer, Schuppan, Holbert und Hurley Haywood. Das waren Amerikaner, die sind zu dritt gefahren. Es gab also drei Ausführungen und ihr könnt das Auto wirklich in diesen drei Ausführungen bauen. Man sieht das hier. Die wurden natürlich auf der Rennstrecke, um leichter zu erkennen, hatten die hier verschiedenfarbige Bögen auf der Frontscheibe. Weiß, blau oder gelb. Ne? Gelbe sieht auch sehr gut aus. Da konnte man die Autos leichter unterscheiden. Ihr könnt also eure Lieblingsfahrer hier wählen sozusagen. Ne? Ganz toll. Das sind die tollen Streifen. Autokarosserie muss aber auch weiß und blau lackiert werden. Und das sind die Abdeckmasken. Schön auch für die Scheinwerfer. Hinten für die Rückleuchten. Natürlich die Frontscheibe, die Fahrerkanzel. Super schöner Aufkleberbogen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es geht ja hier rum. Das Herzstück, das ist schon mal die Karo, die ist wirklich groß, Mann. Ich gehe immer von 1 zu 12er Karosserien aus, aber es ist einfach toll, so ein Porsche in dieser Größe, so ein Langstrecken-Porsche in 1 zu 10. Wirklich super. Hat Tamiya eine neue Form gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Toll detailliert, diese ganzen feinen Sicken hier. Wie man sieht, das ist sehr exakt. Also das ist schon eine Steigerung gegenüber den alten 1 zu 12er Karosserien. Sehr schön glatt. Die haben hier wirklich eine tolle Form. Mal auch von oben gezeigt. Ihr könnt das schön erkennen, hoffentlich. Auch wenn es jetzt natürlich noch nicht lackiert ist. Nochmal direkt von vorne. Hinten kommt dann der Flügel noch rein, der ist extra, der liegt bei. Hier werden dann kleine Stützen montiert, die sind aber aus ABS. Spiegel hat der auch bekommen. Geht es nämlich hier weiter. Das sind eigentlich die üblichen Teile für so ein Gruppe C Chassis. Da hat sich nichts geändert. Da haben wir übrigens den Flügel, ganz neue Form, 2024. Ein
Das ist auch noch sehr interessant. Das sind nämlich wirklich die Lichteinsätze. Das Auto ist jetzt nicht direkt vorbereitet für LEDs, aber man sieht hier schon, dass hier Andeutungen vorhanden sind, dass man hier bohren kann und sich eine LED reinsetzen kann. Das sind wirklich doppelte Lichteinsätze. Das hier ist vorne praktisch diese Zuckerschale, hat man früher immer gesagt. Und dieses Teil, hier lackiert man nicht die Linse. Und dieses Teil wird dann in Silber lackiert, nochmal dahinter gesetzt. Und man hat eine ganz tolle Optik, kann sich dann hier ein Leuchtmittel reinmachen. Vielleicht eine SMD wäre da ganz cool auch und so. Dann kann man da schönes Licht verwirklichen. Tut man jetzt keine LED verbauen, sieht das trotzdem optisch ganz, ganz super aus. Hat Tamiya sehr schön gemacht. Exakt auch für hinten. Genauso aufgebaut. Vorne, hinten, also in Doppeltechnik. Das sieht absolut realistisch aus. Hier wird dann auch was klar gelassen. Ganz toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr realistisch, wenn man das schön baut. Sieht ganz, ganz toll aus. Da kann man es nochmal erkennen. Lohnt sich hier also wirklich sauber zu arbeiten. Das ist das Mittelteil, was wir hier auch am Mercedes sehen können. Genau gleich. Dieses Chassis konnte man übrigens, ich glaube, in 2 oder 3 Radständen bauen. In 3. Hier sieht man zum Beispiel, der Mercedes hat den langen Radstand. Hier ist der Vorderwagen ganz an den äußeren Bohrungen montiert. Man hat hier aber auch noch 2 zur Verfügung, um das reinzusetzen. Kann man den Radstand verkürzen. Also ist hier natürlich viel möglich an verschiedenen Karosserien. Und Tamiya hat es ja in der Vergangenheit auch wirklich genutzt. Da haben wir die Vorderachse, hier für den Vorderwagen, Hinterachsteile noch mit dran. Aber wir haben auch noch mehr. Ein schön Sport-Tuned-Motor mit rot-schwarzen Kabel, der passt richtig toll in das Auto und ist damit richtig schnell, weil das wiegt ja nichts. Mehr würde ich hier auch absolut nicht empfehlen, das ist die perfekte Motorisierung für so ein Auto. Mehr braucht man da wirklich nicht. Antennenröhrchen gibt es auch noch in Schwarz, was sehr schick ist. Dann haben wir hier Schraubenbeutel A, B und C. Das ist zum Beispiel ein dünnes doppelseitiges Klebeband. Braucht man, um die Reifen auf den Felgen zu verkleben. Da sind Teile fürs Kugeldifferenzial drin, ein paar Schräubchen für die Karosserie. FRP-Teile, Powerpot und so weiter, Spurstangen, ein paar Schräubchen. Also so ein Chassis hat man relativ schnell zusammengebaut, das ist gar nicht schlimm. Und hier sind dann die restlichen Teile drin. Ich denke mal die tollen Felgen und Reifen. Das ist auch noch sehr interessant. Riechen auch noch wie früher und ganz frisch, die haben richtig Grip. Das sind die Heckwalzen und natürlich für vorne auch welche. Selbe Format wie hier beim C11. Und da habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut, nicht auf diesen Servosaver, der ist Tamiya Standard oder das Dämpfergehäuse oder das Getriebeset, sondern über diese tollen Felgen. Und die sind wirklich super realistisch und passen zum Porsche wie die Faust aufs Auge, um wirklich diese coole Optik hier zu erzielen. Wir sehen es auf der Bauanleitung, dieses Scheibenrad vorne und diese Speichenfelge innen, Silber mit goldenem Stern, das muss man sich natürlich lackieren. Hier für diese Scheibe ist extra ein Aufkleber dabei. Also man sollte sich die Felge schon auch weiß lackieren, aber dann kann man hier diesen Aufkleber hier drauf machen. Porsche BBS. Das ist sehr schön. Hinten Silber lackieren und diesen Stern dann innen Gold. Damit sieht das Auto richtig super aus und kann ich nur empfehlen, den so sauber zu bauen. Absolut gigantisch. Die Reifen hier schon mal wieder einpacken. Auch noch wirklich hübsch.
5 Basic Rules for RC Car Driving. Das hat früher Tamiya immer so gemacht. Ist schön, eine kleine Reminiszenz an die alten Kids. Gefällt mir sehr gut. Sehr hübsch. Was gibt es hier noch zu sagen? Das ist die neue Aufbauanleitung. Die finde ich auch sehr gelungen. Boxart-Bild drauf. Und da wird natürlich auf den ganzen Bau vom Chassis eingegangen. Aber da gibt es nicht wirklich was Neues zu sehen. Einige Bauabschnitte nimmt wirklich hier die Karosserie in Anspruch. Das ist schon ein bisschen was. Hier sehen wir auch, dass die zweifarbig lackiert wird. Eben blau und weiß. Alles andere wird mit dem Dekorbogen gelöst. Hier sieht man, wie die Beklebung gemacht wird. Und wenn man sich da Mühe gibt, dann hat man hier ein wunderbares Fahrzeug. Wirklich ein Traum. Sehr, sehr schön. Wir versuchen den natürlich auch möglichst schnell aufzubauen, damit wir hier ein wunderbares Pendant zu unserem C11 haben. Ja, was soll man sagen, wirklich super tolle Überraschung von Tamiya dieses Jahr, dass sie dieses Auto gemacht haben, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich liebe ja wirklich die alten Porsche 917, ihr kennt die in dieser himmelblauen Lackierung mit dem Golf-Logo und dieser Golf-Lackierung mit dem orangenen Streifen, die mag ich auch sehr. Gerade die frühen Porsche 917, die kurzen, die sehen ganz toll aus. Aber auch die 12-Zylinder-Monster, die späten aus den 70ern, sind super Autos. Und da wäre es wirklich mal ein Hinweis an Tamiya, wenn ihr sowas gemacht habt, ein alter Porsche 917 aus den frühen 70ern, das wäre auch noch was. Da würden sich viele Gruppe C-Fans drüber freuen. Das Chassis ist vorhanden. Kurzer Radstand, mittlerer Radstand. Porsche 917 wäre ganz was Tolles. Und ich glaube, das wäre wirklich ein Renner bei den Fans. Aber will hier nicht meckern. So ein Porsche in dieser Lackierung, so ein Werks-Porsche, ist einfach ein Traum. Und da freuen wir uns sehr über dieses Modell. Der wird Ende Oktober kommen, da bekommen wir die ersten, die also schon vorbestellt haben, die frühen Leute, die bekommen Ende Oktober ihren. Die etwas später bestellt haben, werden dann mit der nächsten Lieferung Ende November bedient. Also jeder bekommt auf jeden Fall einen, aber das Modell hat eine 47er Nummer, 47508, bedeutet limitiert bei Tamiya. Wir wissen also nicht, wann dann mal wieder welche kommen. Dann ist erstmal vorbei. Also wer so ein Auto wirklich möchte, den empfehle ich wirklich rechtzeitig vorzubestellen. Sonst könnte es wirklich eng aussehen. Momentan sind die bei uns vorbestellbar, sind auch noch genügend frei. Aber der Andrang ist schon recht groß und Ende Oktober kommen die ersten, Ende November dann der zweite Schwung. Und was soll ich sagen, holt euch ein. Wenn man ein Modell empfehlen kann, dann ist es wirklich dieses Teil. Einfach nur traumhaft. Und ich freue mich auf den Bau und verbleibe einfach mal. Tschüss, ciao, euer Tameco-Team. Servus.